Einen wunderschönen guten Morgen in meinem wunderschönen Outfit. Auf YouTube habe ich das noch nie gezeigt. Ihr wisst, ich bin jetzt Coach, The Balanced Business Mom Concept. Und ich habe eine eigene Kollektion rausgebracht. Wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, dann wisst ihr das noch gar nicht. Komplett verliebt in diese Kleidungsstücke. Es gibt eine Jogginghose und ein Hoodie. Das ist eben so ein ganzes Jogger-Outfit. Dann gibt es für Stillmamas oder auch, wenn man es gerne hat, so Zipperjacken mit Reißverschluss. Und es gibt ein T-Shirt. Ich verlinke euch mal alles in der Infobox, weil es wirklich wundervolle Kleidung ist. Bio-Qualität, hat dieses Ökotex 100-Zertifikat, Fairtrade. Also ganz, ganz, ganz tolle Qualität. Das war mir super wichtig. Was ist los? Dein Ernst. Und das Ganze gibt es auch ohne das The Balanced Business Mom Concept Logo, weil hinten drauf, hinten ist nämlich noch ein Spruch drauf, be the energy you want to attract, sei die Energie, die du auch in deinem Leben haben möchtest. Das heißt, wenn du glücklich bist, kommt Glück, wenn du verliebt bist, wenn du Liebe spürst, kommt Liebe, wenn du Erfolg spürst, hohe Energie, dann kommt auch das zurück. Mein absoluter Leitsatz in meinem Leben. Und deswegen gibt es diese ganzen Kleidungsstücke auch ohne das Logo. Wenn man jetzt nichts mit... Ah, die Spracherkennung vom Fernsehen. Wenn man jetzt nichts mit BBMC zu tun hat, aber den Spruch cool findet und die Kleidung, dann kann man das auch ohne Logo bestellen. Jogginghose ist eh ohne Logo. Ich verlinke euch mal alles in der Infobox. Guckt euch unbedingt die Kleidung an. Ist mega, mega schön. Und ich bezahle genauso für die Kleidung und mache das mit ganz viel Liebe, weil das ist hochwertige Kleidung, hinter der ich zu 100.000% stehen kann, die ich selber trage und wo ich auch gerne ein paar Euro mehr dafür ausgebe, weil ich die Qualität kenne und so ein Hoodie, die einfach ewig halten wird. Genau, wir machen jetzt mal den Morgenkreis weg. Papi fängt an mit Kochen, ich helfe aber, weil die Kinder wollen was anderes. Und die Kinder kriegen das Klettergerüst, dass sie beschäftigt sind. Hier ist der Morgenkreis ein bisschen ausgeartet. Aber es ist ausgeartet. Ausgeartet bedeutet, wenn... Weißt du, es war vorher alles so geordnet und jetzt ist es so ein bisschen ausgeartet und alles liegt überall. Hilfst du mir sortieren? Hast du schon schön angefangen? Der Ben, ich habe ihm gerade gesagt, bevor ich angefangen habe zu flocken, du sortierst aber mega schön. Ne, Pilz zu Pilz. Aber Mama hat alle die Euro hier rein. Ja, die Mama, ich habe angefangen, diese Euro-Stücke hier reinzumachen, hat der Ben gesagt, hä, Mama, das gehört doch da gar nicht hin. Ne? Hat die Mama verwechselt, aber Ben wusste das sofort. Ich habe es einfach nicht. Du warst gerade gar nicht da, ne? Na klar weißt du das. Ihr kennt ja euer Osmo. Osmo haben wir leider keine Kooperation mehr, aber kann ich trotzdem sehr, sehr... Weißt du, wenn die Mama was zeigt und dafür kriegt sie Geld. Das ist eine Kooperation. Und Osmo, damit haben wir keine Kooperation mehr. Und trotzdem empfehle ich das super gerne, weil ihr das so gerne spielt. Stimmt's? Vor allem Ben. Ben liebt Osmo. Osmo und Pizza machen. Kaufen wir wieder. Ja, wir gehen bestimmt bald wieder in den Centerpark, ne? Das da hat... Ach so, das gibt's auch. Eliana, vielleicht gibt's das im unteren Laden. In unserem Spielzeugladen und du hast noch einen Gutschein. Eliana liebt das total. Ja, mein Schatz? Ich will noch mal den Centerpark kaufen, weil das schon ein Stückchen verloren. Was nee, denn? Wir haben nichts verloren. Das muss man nur wieder richtig bauen. Das kann der Papa mit dir machen. Was denn? Das Feuerwehrrennboot vom Centerpark. Ne? Liana hat sich das im Centerpark ausgesucht und das ist so ein Block, wo man dann die schminken kann und das macht ihr super viel Spaß, aber jetzt hat sie schon fast nichts mehr übrig und schaut mal, total verschmiert. Und im Centerpark haben wir ein paar Sachen verloren. Ja, aber mein Schatz, du hast noch den Gutschein vom Spielzeugladen und ich glaube, da gibt es diese Marke, habe ich schon gesehen, Topmodel. Da. Willst du das anmalen? Aber nicht auf dem Teppich, ne, mein Schatz? Hol das Handtuch. Ich will auch mit dir hier anmalen. Aber dann Ben soll ein eigenes kriegen. Ja, dann gib ihm ein eigenes, das ist doch eine super Idee. So, und ich mache mal hier das Chaos kurz weg und dann können wir nämlich das Klettergerüst vorschieben, weil sie haben sich gewünscht, zu klettern. Manche Sachen werden im Morgenkreis gar nicht angerührt oder benutzt. Die hebe ich dann natürlich auf für die nächsten Tage. Und manche Sachen, auf die stürzen sie sich, wie man sieht. So, André ist hier am HelloFresh-Gericht. Kochi. Ich habe nicht so Bock auf das Gericht,
Aber ich bin selber schuld, weil ich habe mir... Ich vergesse immer die Gerichte auszuwählen und dann kommt einfach irgendwas. Was denn? Ist doch mit Pilzen. Super. Ich mag überhaupt keine Pilze. Portobello-Pilze. Aber ich bin offen für alles und freue mich, dass der André das jetzt kocht. Und meistens, wirklich, eigentlich fast jedes Mal, ne, ist man von HelloFresh so überrascht, begeistert. You are too dark. Ist man so begeistert, dass man... Das ist Rühraufsatz. Ja, genau. Den schmeißt man einfach rein, dass nicht alles die Löcher zumacht. Ich kann dieses Wort nie aussprechen. Rühr? Rühren, nicht berühren. Rühren. Rühren. Du sprichst doch... Was? Warum? Sprichst du perfekt aus? Das ist schwer. Schwer. Okay, ich mache das Spielzimmer fertig. Ah, sollen wir die Kamera hochhängen zum Kochen? So, die Mäuse kriegen schon mal ihr Essen. Haben sie sich gewünscht. Spätzle mit Rahmsoße und Veggie Life Gyros. Und dann hat Ben noch Ketchup und Gnocchi wollte er noch. Naturjoghurt. Und Liana hat auch Gyros. Spätzle mit Rahmsoße, eine saure Gurke und ein paar Käsewürfel. Und ich mache nämlich gerade hier Kühlschrank ausmisten. Nicht so schön, muss ich mich jetzt beeilen, dass die Kinder einen freien Tisch haben. Ich hätte euch das vorher einblenden müssen, war komplett zugestopft. Jetzt ist schon viel schöner, aber es fehlt auch noch ein bisschen was. Oh, wow. Guckt euch dieses Gericht an. Pak Choi, irgendwelche Pilze. Chop Suey. Reis. Aber du magst doch keinen Pilz. Ja, ich probiere es aber trotzdem, ne? Weil weißt du noch, manchmal kann sich der Geschmack ändern. Sieht gut aus. Mmh, bin gespannt. Okay, der Live-Test. Pilz. Ich bin überhaupt kein Pilz-Fan. Portobello-Pilz. Immer noch kein Pilz-Fan. Nicht meins. Okay, jetzt probiere ich Reis, Gemüse und diese Soße. Nee, ohne Pilze. Mit Pilzen. Mmh, das ist gut. Ja, geschmacklich sehr intensiv. Gnocchi oder Teriyaki? Ich da mit Gnocchi. Aber krasse Geschmacksexplosion. Mhm. Hello Fresh hat immer so viele Gewürze und so drin, ne? Mega lecker. Mhm. Mhm. Aber ich habe mir auch noch die Reste von gestern gerade in den Backofen gemacht. Die Laugenkäseknödel, das ist so mehr meins. Aber nicht schlecht. So, das ist eher meins. Laugenkäseknödel mit Rahmsoße. So, wir sind angekommen. Dieses Sofa wird jetzt einmal gereinigt. Eigentlich ist das gar nicht so dreckig, aber oft sieht man es ja auch nicht, ne? So offensichtliche Flecken, das ist klar, aber wir wollen ja auch in der Tiefe reinigen, also die Tiefenreinigung machen und ja, soll so ein paar Schönheitsflecken hier wegmachen. So, meine Lieben, die Couch ist jetzt aber fast gar nicht. Haben wir gevloggt? Wahrscheinlich fast gar nicht. Wir haben ein Reel gemacht, dass ich euch gleich einblenden kann. Wir warten, bis Bennchen wach ist und dann machen wir nämlich ein Waldspiel. Wald? Waldwiesenspiel. Nehmen wir euch gleich mit. Ja, wieder. Ich probiere jetzt mal den da. Veganer Milchreis habe ich mal mitgenommen aus dem Edeka.
Und den möchte ich jetzt mal probieren. Und dann sagt Berg. Ja, obwohl er es gar nicht kennt. Gut, ich schmeckt mir gar nicht. Zusammengequetscht? Ja. Okay. Schmeckt es dir nach Kokos? Aber ich schmeckt. Also dieser normale Milchreis, wo wir es machen im Thermomix, schmeckt besser. Aber das mit Kokos. Das ist gut. Ich mag gerne Kokos. Mhm. Ich mag gar keinen Kokos gern. Hast du mal probiert, kein Kokos? Woher weißt du denn, ob es schmeckt? Ich mag nicht gerne Nüsse. So, wir gehen jetzt eine Runde in die Natur. Wir haben, oder beziehungsweise die Kinder haben sich einen Kasten gemalt, wo sie jetzt suchen Dinge, die es in der Natur gibt, die diese Farbe tragen. Schau mal, ich sehe noch was Gelbes. Ja. Habt ihr das verstanden? Also eigentlich nimmt man einen Eierkarton, aber wir haben jetzt Ringana-Ski-Karton, da geht das auch ganz gut. Und jetzt suchen wir... Gelb! Eine gelbe Blume. Suchen wir die Dinge in der Natur. Das hat eine Followerin uns geschrieben. Das fand ich so eine schöne Idee. Mama, ist das ganz verwuschelt. Zeig mal, oh, das sortieren wir gleich wieder. Das ist halt, wenn man es trägt, ne? Da guck, da geht auch Feuer. Jetzt, guck. Ja, super schön. Mhm. Okay, wir brauchen noch ein paar. Weiter geht's. Ich brauche nur noch blau und türkis. Jetzt haben wir die Mohnblume gefunden, ne? Und die Orangene. Mhm. So, jetzt hat eine liebe Nachbarin unser Spiel gerettet. Und uns die blauen Blumen gezeigt. Jetzt er war rein. Ein richtig schneller Traktor in diese Richtung. Wirklich? Ben, jetzt los. Leg deine blaue Blume rein, dann haben wir voll. Das ist ein bisschen verrutscht, das braune. Und hier ist das blaue. Yay! Geschafft! Und damit können wir vielleicht was basteln. Das ist eine super Idee. Gut. Und damit gleich was zu Hause basteln. Ja, und jetzt auf nach Hause. Wir haben Pizza bestellt. So. Mal wieder bestellt. Chicken Wings mit Pommes und Pizza und Dönersoße. Pepper Sauce, please. You wait. Ich zeige gerade das Essen. So, André und ich haben gleich noch einen wichtigen Hühler-Zoom-Call, weil wir eine Digitalisierung haben, eine Systemumstellung und da jetzt gleich angelernt werden. Deswegen haben wir jetzt schnell, ganz schnell Dönerpizza noch bestellt, Hupsala. Pizza bestellt. Kinder dürfen einen Filmabend machen und wir verabschieden uns und sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.